Surface 2. Es ist ein direkter Angriff auf den Konkurrenten Apple. Kurz vor der Präsentation des neuen iPads zeigt Microsoft seine neuen Tablets Surface 2 und Surface Pro 2. Vor allem das teurere Surface Pro 2, eine Mischung aus Tablet, Computer und Notebook, soll es technisch in sich haben. Das Surface Pro 2 ist schneller als 95% aller Laptops, die heute auf dem Markt sind. Allerdings kann es mit einfacher Full-HD-Auflösung nicht mit allen Konkurrenten mithalten. Dafür haben die Entwickler offenbar an einer bisherigen Schwachstelle gearbeitet. Bei der Neugestaltung des Tablets haben sich unsere Entwickler neben allen anderen Dingen vor allem auf eine Sache konzentriert, einen stärkeren Akku. Der Akku des Surface Pro 2 hat 75% mehr Leistung. Auch das kleine Surface 2 ist technisch interessant. Es wiegt gerade einmal knapp 700 Gramm, hat in der neuesten Version ein Full-HD-Display und eine 5-Megapixel-Kamera. Außerdem bietet es eine abgespeckte Version des Büroprogramms Office. Der Preis dafür rund 410 Euro. Das Surface Pro 2 dagegen kostet je nach Ausstattung bis zu 1780 Euro. Branchenbeobachter sind gespannt, wie Apple dagegen halten wird.